Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. In der letzten Folge haben wir mit der Feie Eri gesprochen und einen großen Heiltrank zu dem lieben Dorfvogt Herk Atwold gegeben, der uns darum gebeten hat, jetzt hier mal im Haus der Balladen nach dem Rechten zu schauen und gegebenenfalls mit den Feien Rücksprache zu halten, was wir vielleicht tun können, um die verwundete Feie, ein Mitglied dieses Hauses der Balladen praktisch, zu heilen, von ihrem Leid zu befreien, wie auch immer. Und ja, dann wollen wir jetzt nicht länger zögern und diesen Dungeon vermutlich, keine Ahnung, auf jeden Fall diesen Ort betreten, würde ich mal sagen. Wow, sah das geil aus. Alter Schwede. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Wow. Alter Schwede. Wow. Wow. Ist das impulsant, ey. Wie unglaublich wunderschön es doch einfach mal ist hier. Guckt euch das mal bitte an. Die Farbenpracht. Oh Gott, ist das schön. Schluss jetzt, Sterblicher. Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Halam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Man kennt mich als den Knappen. Meine Pflicht ist es, den Kanzler des Hauses der Balladen bei all seinen Vorhaben zu unterstützen. Halam behandelt mich gut und es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen. Die Sterblichen in Gorhard glauben, sie hätten eine Ansiedlung errichtet, die Bestand hat. Aber das ist ein tragischer Irrtum. Diese Gebäude werden einstürzen und die Zahl der Gräber wird ansteigen. Man kann Bäume fällen und Ranken entfernen, aber der Wald wird zurückkehren und er wird die Spuren der Sterblichen nicht dulden, genauso wenig wie die Feien. Der Geschichtenerzähler steht uns allen in der Erzählung der großen Lieder des Hofes des Sommers vor. Er leitet unser Haus und dient unseren prächtigen Rittern im Hof der Zauber. Das Haus der Balladen ist das Zuhause des Hofs der Zauber. Hier versammeln sich unsere Helden und trainieren, bevor sie die gewaltigen Taten begehen, die sie zu Legenden machen. Es gibt auf dem Gelände drei wichtige Bauwerke. Im Hof der Zauber selbst befindet sich die Sagenwand, die die denkwürdigsten Lieder unseres Kanons schildert. In der Halle der Schöpfung bieten die besten Handwerker der Feien ihre Dienste an. Und Ausbilder findet ihr im Sanktuarium des Sommers, in dem wir nach Erleuchtung suchen. Nur die größten Helden des Sommers zählen zum Hof der Zauber. Venzen, Belmaid, Ferrara, Olaine, Airmer und Kret. Ihr Ruhm vereint alle Feien in einer gemeinsamen Geschichte. Das ist eines der wenigen Dinge, die unsere Art miteinander teilt. Ich habe ihn in früheren Zyklen nie gefürchtet. Er war unser Verbündeter, für uns ebenso wichtig wie der Herbst für den Winter. Doch die Tuata haben das Gleichgewicht gestört. Er war einer unserer meistverehrten Retter. Ein wahrer Schatz an Balladen. Ich ertrage es nicht, mir vorzustellen, dass er nun tot ist, jenseits des Meeres. Ein Krieger für unsere wilden Vettern im Hof des Winters. Diese neue Rasse wahnsinniger Feien hat den Hof des Winters fest im Griff. Es kann nur einen Sommer und einen Winter geben. Wenn wir ein Gleichgewicht anstreben, kann es kein drittes Element geben. Es geht darum, einen freien Sitz im Haus der Balladen zu besetzen. Doch das ist keine Angelegenheit der Sterblichen. Wenn Halam herausfindet, dass ich euch davon erzählt habe, könnte er dafür sorgen, dass ich von der Erzählung ausgeschlossen werde. Ihr sprecht ohne Zweifel von Illuvia, diese ungestüme Närrin,
Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden. Überhaupt, ganz Odarat. Aber sie hat noch nie auf meine Warnungen gehört. Ich werde sie bei ihrer Rückkehr angemessen maßregeln. Es ist schlimm, sicher. Aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist vorgefallen? Ein Dörfler hat sie angegriffen, wir haben sie vor Banditen gerettet. Wir nehmen das zweite. Ja, mir ist die steigende Anzahl von Menschen in Dalentart schon aufgefallen. Es muss an diesem Krieg liegen. Ich verstehe das alles nicht. Ach ja, die Euren erwarten doch für eine gute Tat immer eine Art von Trophäe, richtig? Ein Schmuckstück oder so etwas. Vielleicht ein andermal. Seid bitte so nett und übermittelt den Einwohnern von Gorhard eine Botschaft. Wir wollen ihnen nichts Böses und sie haben nichts von uns zu befürchten. Okay. Ja. Lebt wohl. Danke. Darf ich mich jetzt hier trotzdem irgendwie weiter umgucken? Es ist nämlich so wunderschön. Ich möchte mich hier erstmal... Hallam wird die Erzählung wiederherstellen. Er muss es einfach tun. Ich möchte mich hier einfach umgucken und wissen, was hier noch so abgeht und... Ich bin an die Sterblichen in Dalentart gewöhnt, aber ich habe nie zuvor einen im Haus der Balladen gesehen. Was sagt das nur über die Erzählung aus? Alter, sieht das schön aus. Es sieht so richtig, richtig geil aus. So wunderschön, das ist der Hammer. Eine sonderbare Kühle liegt in der Luft. Wie ein Wind, der durch die Bäume streicht. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es macht mir Angst. Der Hof der Zauber hat das Haus der Balladen verlassen, um nach Blutgebein zu suchen. Sie werden erst zurückkehren, wenn das Lied gesungen wurde. Mit jedem Zyklus, der vergeht, kommen die Sterblichen dem Haus der Balladen näher. Das ist nicht der Verlauf der Erzählung. Ihr könnt gerne das Gelände erkunden, aber im Hof der Zauber seid ihr nicht willkommen. Mit jedem Zyklus, der vergeht, kommen die Sterblichen dem Haus der Balladen näher. Hört mir zu, ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz gekommen. Es gab ein Ereignis, eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Sir Zagrel ist gefallen. Zagrel, Bezwinger von Osigan, Verteidiger der Krone von Haxi, wurde besiegt. Ein Tod im Haus der Balladen eröffnet einem Helden die Möglichkeit, sich unter die größten Streiter in der Erzählung der Feien einzureihen. Olaen, Kret, Venzen der Kühne. Hat auch nur einer von euch den Mut, die Prüfung zu bestehen? Wenn ja, werden eure Abenteuer bis in alle Ewigkeit in den Himmel gesungen werden. Wie unglaublich hübsch das einfach mal ist. Okay, ich guck mich jetzt erstmal weiter um. Es sieht hier so aus, als wären das hier so Gesichter hier drin. Wie die Augen und so eine Nase und so richtig geil. Besonders die Farbgebung finde ich ja mal mördermäßig hübsch und geil und schön und wow. Habt ihr schon gehört? Zagrel wurde von dem Borka besiegt. Moment mal. Ihr seid ein Sterblicher. Du meine Güte. Welch eine Störung, Staubling. Zagrel wurde getötet und eine derartige Tragödie ist in der Erzählung ungewöhnlich. Äußerst ungewöhnlich. Welch eine Störung, Staubling. Zagrel. Wir feiern, schätzen es nicht, wenn sich Sterbliche in unsere Angelegenheiten einmischen. Ich bin Fikon, ein Sucher nach Ansehen in der gesamten Welt. Ich habe zahlreiche Balladen für mich beansprucht, doch keine ist derart bedeutend wie jene, die vom Hof der Zauber gesungen werden. Dies ist mein dritter Versuch, einen Sitz im Haus der Balladen zu erringen. Vielleicht wird es ja in dieser Erzählung wahr. Alle Feien kennen den Geschichtenerzähler. Er ist seit Beginn des ersten Frühlings der Hüter der Erzählung. Es gibt keine größere Ehre, als sich eine denkwürdige Rolle in der Erzählung zu verdienen. Sie bilden die Eckpfeiler unserer gemeinsamen Erlebnisse. Das Haus der Balladen hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die mächtigsten Feienhelden niemals im Dunkel versinken. Dass sie auch in der Gegenwart stets bei uns sind.
Wenn man vor den Rittern des Hofs der Zauber steht, badet man im Ruhm sämtlicher Feien. Auch wenn wir alle eine Rolle in der großen Erzählung spielen, so sind es doch die Taten einiger weniger legendärer Helden, derer man sich erinnert. Diese Ritter führen das Haus der Balladen an. Nennt es Geschichte oder die Vergangenheit. Jedes Leben erzählt eine Legende. Doch es gibt kein Gestern, ebenso wenig, wie es ein Morgen gibt. Alles geschieht heute. Es ist eine gewaltige, lebendige Erzählung. Unsere Geschichte wird immer weitergewebt. Selbst eure Anwesenheit hier, so sonderbar sie auch sein mag, ist Teil des sich verändernden Bildes. Okay. Ihr erwartet doch nicht ernsthaft, um einen Sitz im Haus der Balladen streiten zu können. Doch, Pinker. Ihr erwartet doch nicht ernsthaft, um einen Sitz im Haus der Balladen streiten zu können. Was ist denn? Ich bin im Begriff, das bedeutendste Lied der Erzählung für mich zu beanspruchen. Ich will nicht herumstehen und darüber reden. Was ist denn? Ich bin im Begriff, Geht woanders hin, weltliches Ding. Dies ist keine Angelegenheit der Sterblichen. Geht woanders hin, weltliches Ding. Verlasst uns, Sterblicher. Verlasst uns, Sterblicher. Ein Staub. Ich möchte meine Worte nicht an euch verschwenden und nun geht. Wir sind irgendwie nicht so positiv, um uns zu sprechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich hoffe, das wird im Laufe der Zeit noch ein bisschen deutlich. Darf man hier einfach so reingehen oder ist das jetzt scheiße? Und hier ist was? Hier ist der Hof des Zaubers. Aufschließen, ne, das tue ich jetzt nicht. Das ist voll unheimlich, wenn man hier vor so riesen Augen steht oder vor so riesen Gesichtern. Das ist Hallam der Weiße, alles klar. Ich gehe jetzt hier erstmal rein. Sanktuarium des Sommers. Wow. Ist auch so schön hier. Was ist das hier? Hallam wird die Erzählung wiederherstellen. Er muss es einfach tun. Der Hof der Zauber hat das Haus der Balladen verlassen, um nach Blutgebein zu suchen. Sie werden erst zurückkehren, wenn der... Das ist seltsam. Eine sonderbare Kühle liegt in der Luft. Das hatten wir schon mal. Der Wettstreit ist heilig. Sterblichen ist die Teilnahme nicht gestattet. Der Hof der Zauber hat das Haus der Balladen verlassen, okay, um nach Blutgebein zu suchen. Sie werden erst... Was ist das hier? Das ist eine Truhe? Oh. Ich nehme alles mit. Cool, ich habe sogar einen Schlüssel hier drin gefunden. Das finde ich ja geil. Was ist das hier? Wow, ey. Wie unglaublich schön das einfach mal aussieht. Ich sag ja, wie in so einer Märchenwelt oder so eine... Willkommen. Ihr seid hier am richtigen Ort, mein Freund. Oh ja, das seid ihr. Hier finden all die großartigsten Forschungen statt. Genau hier. In dieser Flasche. Hey! Der alte Ukobal wird euch alles lehren, was ihr über die Alchemie wissen müsst. Eine Prise hiervon, ein Tropfen davon. Wirklich keine große Sache. Sagt mir einfach, was ihr braucht, und ich sorge dafür, dass ihr eine Flasche davon bekommt. Außer natürlich, ich habe aus einer Laune heraus alles selbst getrunken. Würdet ihr es gern lernen? Klar. Ich kann euch Kreaturen kaum voneinander unterscheiden. Das soll natürlich keine Beleidigung sein. Es kümmert mich nur einfach nicht. Sucht woanders nach Gerüchten, mein Freund. Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wie ich hierher gekommen bin. Aber solange mir niemand sagt, dass ich verschwinden soll, webe ich einfach weiter an meinem eigenen Lied, auch wenn alle anderen schon längst fort sind. Also, das ist wieder großartig. Ich weiß nicht, da muss man vielleicht sich nochmal genauer beschäftigen, aber es ist interessant zu wissen auf jeden Fall. Ein Staubling. Wie sehr. Hallam wird schon den richtigen Krieger für Sagrels Sitz finden. Das tut er immer. Der Hof der Zauber hat das Haus der Balladen verlassen, um nach Blutgebein zu suchen. Das kenne ich schon. Sie werden erst zurückkehren. Was haben wir hier? Nabholzbaum? Wer bist du? Willkommen, Altersloser. Ich bin Arvia, aber ich vermute, das wisst ihr bereits.
Die Gezeiten des Schicksals haben mich an eure Ufer gespült. Und so bin ich hier, um euren Wünschen Folge zu leisten. Ihr verhaltet euch, als wären wir Fremde. Doch das ist nicht wahr, oder? Ihr seid in zahlreichen Träumen zu mir gekommen. Selbst im Tod habt ihr mein Bewusstsein gestreift. Lord Ysar hatte großes Vertrauen in Venzen und seine Instinkte haben sich als richtig erwiesen. Doch irgendwann fällt jedes Königreich und sein König mit ihm. Es gibt keinen klar erkennbaren Sieg für das Haus der Balladen. Ich sehe nichts. Nur euch. Ja, es ist wahr. Sie existiert. Sie streift den Rand meines Bewusstseins. Aber ich bin mir über ihre Absichten nicht klar. Und das ist beunruhigender als alles andere. Ich bin euretwegen hier, um euch bei der sorgfältigen Trennung der Schicksalsfäden zu leiten und euch auf eine angemessenere Ebene zu verhelfen. Ich bin nur ein Werkzeug der Schicksale, ein Sprachrohr ihrer wechselnden Stimmen. Ich weiß nicht, woher ich weiß, was ich weiß. Es ist schon so, seit ich den ersten Schritt aus meiner Höhle gemacht habe. Okay. Nee, möchte ich nicht, aber trotzdem. Bis wir uns erneut begegnen. Auch interessant zu wissen, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, die auch der Agard uns ja irgendwo gegeben hat. Denn auch der konnte ja unser Schicksal wieder auflösen. Wir gehören nicht ins Haus der Balladen. Die sind irgendwie alle nicht so besonders gut auf uns zu sprechen, scheint mir so. Gibt es hier noch irgendwo was zu finden, so hinter oder so? So ein bisschen versteckt. Manchmal ist das ja irgendwie so, dass hier noch eine Truhe ist oder dass hier irgendwie... Keine Ahnung. Das war sie ja gerade, ne? Avia, genau. Da ist der Typ mit der Alchemie. Okay, also mehr scheint jetzt hier gerade nicht für uns irgendwie zugänglich zu sein. Wer bist du hier? Bei mir bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt. Lasst mich euch ansehen, wie hübsch ihr doch seid. Viel zu hübsch für das Haus der Balladen, so viel steht fest. Ich neige dazu, mich an der Gesellschaft Sterblicher zu erfreuen. Sie sind so fleischig. Ich bin Elova, Lehrerin in den Künsten der Persuasion. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch möglicherweise schon gedacht. Farrara persönlich hat mich hierher gebracht. Verbotene Liebe kann einen in die sonderbarsten Richtungen führen. Hier bin ich nun, im Haus der Balladen, und dabei rühre ich ein Schwert nicht einmal an. Wärt ihr gern mein Knappe? Es ist eine tiefe Verbindung, ausgesprochen tief. Zahlreiche Nächte im Mondlicht werden auf uns warten. Okay. In den Balladen wird sie als Hexe vom Hof des Winters besungen, die den Sommer verdorren lassen will. Ich persönlich glaube, dass ihre Zuneigung zu Venzen echt ist. Ich bin ihm begegnet. Ich weiß es. Ich kann beinahe jeden dazu bringen, nahezu alles zu tun. Ihr glaubt mir nicht? Dann fragt einen meiner vielen Bewunderer. Ich bin bereit, euch in meine Geheimnisse einzuweihen. Doch das hat seinen Preis. Okay, aber das können wir uns nicht leisten. Dafür haben wir zu wenig Geld. Das ist schlecht. Aber trotzdem interessant. Gebt auf euch acht. Ja, danke. Was? Okay, dann gehen wir erstmal wieder raus, weil hier war jetzt nichts weiter. Dann gehe ich jetzt erstmal hier drüben hin. Was wollt ihr? Bevor ich mich diesem Geschichtenerzähler widme. Lianal, ich versichere euch, dass es ein alter Kodex ist, genau wie in den Legenden. Faszinierend. Aber warum sollte sich der Kodex einem Kind des Staubs offenbaren? Okay, darf ich mir die Schlüssel echt einfach so nehmen? Ist das jetzt gar kein Akt oder was? Echostein. Dieser Echostein des Hauses der Balladen reagiert nicht auf deine Versuche, mit ihm zu interagieren. Vielleicht hat es etwas mit den großen, runden Aussparungen zu tun, die sich auf der Vorderseite des Relikts befinden. Offenbar ist noch ein weiterer magischer Gegenstand nötig, um den Echostein zu aktivieren. Okay. Glianal. Mhm. Ihr müsst Herrin Shirs Freund sein. Sie spricht in den höchsten Tönen von euch, was so selten vorkommt, dass allein das schon eine Geschichte wert wäre. Aber lasst mich diesen Kodex sehen. Der legendäre Kodex des Schicksals. Als die Schicksalsweber ihren Orden gründeten,
stellte ihnen unser Hochkönig seine Weisheit zur Verfügung, um ihnen zu helfen. Derartiges Wissen in Händen zu halten, ist ein gewaltiges Geschenk. Aber warum hat er sich euch offenbart? Weil ich kein Schicksal habe oder ich weiß nicht, warum er zu mir kam. Ich nehme zweitens. Ihr habt mit Sicherheit eine Rolle in irgendeiner gewaltigen Erzählung. Vielleicht spielt ihr das auserwählte Opfer oder sogar den weisen Narren. Nur wenigen Kindern des Staubs wurde je eine solche Ehre zuteil. Also ich kann nur weniges entziffern, aber das hier ist seltsam. Der Kodex spricht von einer Ausnahme, einer Lücke und vom Ende der Endlosen. Das geht schlichtweg zu weit. Der Hochkönig hätte eine derartige Absurdität niemals als Weisheit dargestellt. Erst echt, glaubt mir oder werdet ihr mir helfen? Ich glaube, ich werde auf zweitens gehen. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dies hier kann einfach nicht der Kodex des Schicksals sein. Es ist nichts weiter als eine äußerst beeindruckende Fälschung. Sie erzählt von Dingen, die einfach unmöglich sind. Von Veränderungen des Schicksals, dem Tod der Unsterblichen und weiteren Ketzereien. Diese Lügen dem Hochkönig zuzuschreiben, wäre Hochverrat. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr euren Kodex von hier entfernen könntet. Ich will mit diesen Lügen nichts zu tun haben. Okay, also ist ja auch sehr interessant jetzt schon wieder. Wollen wir mal hören, was er hier noch so zu sagen hat. Jedes Geschöpf hat seine Geschichte, das, was es auf seiner Reise hinterlässt. Dies ist eine Erzählung. Es ist eine Geschichte voller Niederlagen und Siege, die jedem Leben eine Bedeutung verleihen. Unsere Erzählung der Feien reicht von der Schöpfung bis hin zu einem unbekannten Ende. Bis dahin feiern wir die kleinen Lieder, jene, die den Frühling preisen und in denen wir uns selbst wiederfinden. Wir sind die Geschichte, die in sämtlichen Zeitaltern erzählt wird. Die Worte mögen unterschiedlich sein, aber die Bedeutung ist dieselbe. Wir sind der strahlende Sommer und der düstere Winter, die für alle Zeiten aufeinander folgen. Wir sind, was wir schon immer waren und auch immer sein werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Er ist eine Beleidigung unseres Volkes. Er zerstört die natürliche Ordnung und durchbricht mit seinem Krieg den Kreislauf. Ich werde kein weiteres Wort über ihn verlieren. Für die Feinde vom Hof des Sommers gibt es keine wichtigere Rolle als die des Geschichtenerzählers. Er wacht über die Erzählung, während sie sich offenbart. Sein Blick ruht nicht nur auf einer, sondern auf allen Balladen. Für euch sind Geschichten nichts weiter als eine Erinnerung an euren unvermeidlichen Verfall. Für uns Feinde hingegen sind unsere Legenden ewige Erinnerungen an unser wahres Ich. Hier feiern wir das Herz unserer Art. Hier werden die größten unserer Legenden neu geboren und erneut durchlebt. Wir alle in den westlichen Feienlanden sind Untertanen von Hochkönig Titarion. Unsere Gegenwart hält das natürliche Gleichgewicht aufrecht und bringt am Ende des Winters das Grün des Frühlings. Wenn er überhaupt eine Bedeutung hat, könnte sie euch nur sein Verfasser erklären. Seine Weisheit überragt uns alle, selbst die Herren und Herrinnen des Hauses der Balladen. Der Hochkönig leitet uns alle in der gewaltigen Erzählung der Feien. Belästigt mich nicht erneut mit derartigem Unsinn. Ich möchte gar nicht mit der jetzt sprechen, weil ich eigentlich nicht vorhab, das jetzt hier weiterzumachen, weil das nicht die Quest ist, die ich angewählt habe. Deswegen möchte ich mich hier erstmal umgucken. Sterbliche gehören nicht so viele Krieger. Doch nur ein Sitz im Hof der Zauber. Mit jedem Zyklus, der vergeht, kommen die Sterblichen dem Haus der Balladen näher. Das ist nicht der Verlauf der Erzählung. Sie wiederholen sich immer alle irgendwie. Also das ist jetzt hier nicht so ertragreich. Wie aufregend. Ein Sterblicher. Hier? Habt ihr schon gehört? Zagrel wurde von dem Borka besiegt. Moment mal. Ihr seid ein Hatten Sterblicher. Hatten wir auch schon. Du meine Güte. Was bist du hier für einer? Im Schleifaltar. Guten Tag, wie kann ich euch helfen? Ihr seid der Sterbliche, von dem ich gehört habe. Wie können sie es nur wagen, euch als sanft zu bezeichnen? Glaubt mir, ihr seht wild wie ein Troll aus.
Ich kann euch mit jeglichen Gemmen oder Scherben weiterhelfen und in eurem Namen mit ihnen sprechen. Es ist gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht denkt. Außer natürlich, sie sind dickköpfig. Die Lieder des Hauses der Balladen sind nicht nur einfache Geschichten. Sie sind Teil der Magie, die uns alle vereint. Sommer ebenso wie Winter feien. Sie durchdringen uns, genau wie die Zyklen. Manche sind der Überzeugung, unsere Zeit des Ruhms sei am Verklingen und unsere Balladen würden wie ein Flüstern in der sterblichen Geschichte versinken. Ich jedoch sage, man sollte eine gute Geschichte niemals unterschätzen. Meine Erzählung handelt nicht von Schlachten und Tapferkeit, sondern von einer Verpflichtung. Ich habe Wenzen selbst gedient, damals, als die großen Balladen noch neu waren. Wir haben sie damals nicht gesungen, wir haben sie gelebt. Im Entfernen. Leb wohl, mein Freund. Okay. Mischt euch nicht in den Wettstreit ein. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, ich nehme es einfach mal. Ich hab's mal geklaut. Scheint ja keine Sau zu interessieren hier. Moment, wie komme ich denn da hin? Ach, hier ist eine Brücke. Das war mir jetzt schon wieder zu einfach, da hinzukommen. Sonst noch irgendwas hier? Sieht Hallo, ja nicht so aus. Sterblicher. Green. Ist ja ein relativ herkömmlicher Name für so einen Typen, oder? Ey, guckt euch mal die Statuen an. Die sehen auch alle ein bisschen anders aus, oder? Haben alle was anderes in der Hand, wie es scheint. Ach nee, jeder zweite ist irgendwie das gleiche. Das ist hier so ein Zauberer und das ist hier so ein Krieger, wie es aussieht. Oder Zauberin, das sieht aus wie eine Frau. Und das sieht aus wie ein Mann. Okay. Okay. Hallo, willkommen im Sanktuarium des Sommers, wo die Saat des Wissens ausgesät und gehegt wird. Wie ich sehe, seid ihr ein Fremder und ein Sterblicher. Ich bin Gren und ich besitze die Wärme des Heilers. Habt ihr Bedarf an meinen Diensten? Wurdet ihr während eures sterblichen Krieges verwundet? Bei unserer Art ist Heilung einfach eine Bitte an unseren Körper, sich selbst wiederherzustellen. Für jemanden wie euch ist es komplizierter. Ich weiß nicht, wie ihr so lange durchhalten konntet. Ich tue, was ich kann, doch viel zu häufig ist es nicht genug. Ich habe von den sterbenden Völkern viel gelernt, das Leben ist kostbar. Unsere Art vergisst das zu oft. Wir alle im Haus der Balladen leben, um Wenzen und dem Hof zu dienen. Sie sind die Herren und Herrinnen der Tradition, die Verkörperungen des Ruhms der Feien. Ohne sie sind wir nichts. Wenn ihr mich fragt, sollte unsere Art nach Osten gehen, um den Alpha zu helfen. Wir sind nun Teil einer größeren Welt. Die Erzählung hat sich verändert. Wir können das, was ihr die Zukunft nennt, nicht einfach ignorieren. Gehabt euch wohl. Ja, vielen Dank. Gut, ich werde jetzt aber, wie gesagt, nicht mit der Ollen hier sprechen, weil diese Quest möchte ich jetzt gerade halt noch nicht machen, aber gut zu wissen, dass wir sie hier finden. Und jetzt werde ich hier mit diesem Typen hier sprechen, genau, mit dem Geschichtenerzähler. Ihr streitet um Sagrels Sitz? Wie reizend. Ja, steh auf. Dies betrifft euch nicht, Sterblicher. Ihr würdet es... Ihr könntet es nicht verstehen. Einer unserer meistverehrten Helden ist gefallen. Sir Sagrels Ableben bedroht seine Legende. Kein Sitz im Haus der Balladen darf leer bleiben, wenn die großen Geschichten nicht enden sollen. Und das darf niemals geschehen. Ich frage erstmal hier. Wir sind die Sammler von Geschichten, die Krieger der Legenden, die angesehensten aller Helden vom Hof des Sommers. Unsere Taten sind überall in den Feienlanden bekannt. Unsere großen Ritter, Wenzen der Kühne, Airma der Reine, Olaen die Gütige, sind dazu bestimmt, ihre Heldentaten bis in alle Ewigkeit zu wiederholen, damit kein Feier sie jemals vergisst.
Sie erinnern uns daran, wer wir sind und was wir getan haben. An unsere größten Erfolge und unsere bittersten Niederlagen. Das Haus stellt sicher, dass diese bedeutenden Geschichten niemals vergessen werden. Ich finde, er sieht ein bisschen unheimlich aus mit seinen roten Augen. Also das sieht ein bisschen gefährlich aus. Sir Zagril, Bezwinger von Usigan, Herr der Morgennebel und Verteidiger der Krone von Haxi, war einer unserer meistverehrten Ritter. Seine Legenden haben Generationen überdauert. Er ist vor mehreren Tagen aufgebrochen, um gegen den Graborka, seinen berühmtesten, legendären Feind, in die Schlacht zu ziehen. Doch es gab einen Zwischenfall, eine Wendung in der Geschichte. In dieser Erzählung war es der Borka, der Zagril besiegte. Einen derartigen Ausgang hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Na dann. Ihr seid kühn. Doch auf diese Art werden die Geschichten im Haus der Balladen nicht erzählt. Allein ein würdiger Feienheld kann seine Aufgabe erfüllen und seine Legende zu Ende schreiben. Doch dies sind seltsame Zeiten. Die Magie webt sich selbst in neue Muster und es gibt Veränderungen. Das Einzige, womit wir Feien keinerlei Erfahrung haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den anderen Anwärtern anschließen. Auch ihr könnt versuchen, den Graborka zu besiegen, Zagrels Ring zu bergen und seinen Sitz im Haus der Balladen einzunehmen. Es ist eine beliebte Geschichte über den angesehensten Schurken am Hof des Sommers. Eines Nachmittags wurde Zagrel noch ganz schläfrig vom Wein und seinen Träumen von Frauen durch ein schreckliches Brüllen geweckt. Die heimtückische Maid von Windermeer, die Feindin des Hauses der Balladen, beschwor aus den Tiefen der Erde eine Bestie herauf. Sie wollte sie auf Wenzen persönlich hetzen. Als die Maid fort war, wagte sich Zagrel in den Bau der Bestie und tötete sie, nur um feststellen zu müssen, dass sie nur der erste vieler weiterer, noch tödlicherer Gegner war. Welch ein Lied! Ich bin Hallam der Weiße, Sucher des Steins von Fahl, Baron des Schwemmwaldes, Bezwinger von Argot dem Mächtigen und Kammerherr des Hauses der Balladen. Viele im Haus der Balladen nennen mich den Geschichtenerzähler, denn ich wache über die Wissenssammlung des Hofes des Sommers. Wir sind die Soldaten des Sommers, die Hüter des Frühlingslichts. Während unsere Vettern im Hof des Winters die Verdunklung des Himmels feiern, jubilieren wir in der Morgendämmerung. Aber unser Kreislauf verändert sich. Alle haben die Feuer auf dem Meer, die Monster im Osten und das Flüstern auf den Lippen bemerkt. Der Hof des Sommers schwindet dahin. Viele Zyklen lang regierte der Hof des Winters Seite an Seite mit uns als Verbündeter. Ohne den kalten Verfall des Herbstes gibt es keinen Frühling und ohne Schnee auch keinen strahlenden Sommer. Doch obwohl unsere Macht schwindet, nimmt die seine auf geheimnisvolle Weise zu. Ihr habt es sicherlich bereits gespürt. Er ist Wenzen der Kühne, der Falke von Detyre, Vernichter von Elkmar, Hauptmann der goldenen Gorgone, Träger des Speers des Lichts und Baron der verlassenen Ebene. Wenzen gründete vor vielen Zyklen das Haus der Balladen.
Es sollte eine Quelle des Stolzes für alle Sommerfeien sein. Unser Ruhm gehört allen. Der Bau des Borka liegt östlich dieses großen Hauses in der Höhle von Gorguat. In der Nacht, nach Einbruch der Dunkelheit, kann man seinen unruhigen Schlaf hören. Die Schreie sind beunruhigend. Nun geht und macht das Lied zu eurem eigenen. Okay, ich habe jetzt diese Quest angenommen. Ich möchte aber trotzdem das weitermachen erstmal. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile? 6 habe ich beendet. Okay. Gut zu wissen. Inventar, seht ihr mal. Ich könnte mal rüstungstechnisch mal gucken, ob ich hier was ändern kann. Bringt halt nichts. Standhafte Kyras. Ist ja... Aber das können wir nehmen. Die sind besser als das hier. Ja, es ist alles irgendwie so ein bisschen... Ja, passt soweit. Waffen. Großschwert, aber das macht halt mehr, ne? Glaube ich. Der hier, das ist natürlich auch... Aber es braucht eben länger, das ist das Problem an der Geschichte. Ja, das ist schwierig. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich hier weitermache. Ach so, und Techniken? Mal, gibt's hier irgendwie so Techniken? Die ich jetzt neu irgendwie... Ich scheine ja irgendwas neu bekommen zu haben. Zepter, Chakram, Schilde, Harpune, Raffinesse, nee, Sturmbolzen. Die muss ich auch mal gucken, ob ich da irgendwie was... Mal der Flamme... Muss das gedrückt halten? Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, hier habe ich mich jetzt soweit umgeguckt. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich zurück zu Hergardwold. Aber das sieht so wunderschön aus, einfach nur. Gerade diese Statuen da oben noch. Dann wollen wir mal zurück zu ihm. Das ist echt so schön hier. Das ist unglaublich schön. Ist unglaublich mega, mega schön hier. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück. Udarat, jawohl. Ich werde jetzt versuchen, hier so schnell es geht wieder zurückzukommen. Mal gucken, ob mich jetzt hier irgendwas angreift. Da ist ein Boggart. Ich greife ihn an. Und treffe ihn sogar, so gut wie ich bin. Cool. War's das? Sieht so aus, ne? Dann wollen wir hier mal wieder weiter. Nein, da lang. Ja, ich und die Richtung ist immer so ein Problem, so ein leichtes. Aber ich versuche mich an der Minimap zu orientieren. Was mir immer relativ schwer fällt, muss ich ehrlich zugeben. Oh, das sieht wieder so schön aus. Ich weiß, ich könnte jetzt auch wieder die Schnellreise nutzen und so, aber ich habe gerade keine Lust dazu, ehrlich gesagt. Weil so weit ist es ja eigentlich nicht... Also die Strecke ist echt überschaubar und man kann hier wieder sich so schön... umgucken, auch wenn es hier so ein bisschen neblig ist. Aber kriegt man trotzdem alles hin. Machen wir. Aber echt, das Haus der Balladen ist mal so wunderschön. Also es ist bis jetzt echt richtig, richtig geil, dieses Spiel. So gerade von der Grafik her. Vielen mag das ja zu bunt sein. Aber ich finde das richtig schön, wie gesagt. Das hat so einen märchenhaften Stil, so ein bisschen... Ja, das ist einfach toll, finde ich. So, ich gehe jetzt ja immer weiter runter. Dumpel-dump. Ich glaube, hier habe ich schon mal geguckt, oder? Ja, das hatten wir schon mal. Okay, dann kann ich mir das knicken.
Und gehen jetzt hier zurück. Ist er im Gasthof wieder? Scheint so. Und wieder mal eine Treppe nach oben. Ich vermisse sie so. Oh ja. Wen auch immer du vermisst, das tut mir leid. Vermissen ist doof. Ihr habt es geschafft. Ihr seid zurück. Ich hatte schon befürchtet, die Feinde hätten ihre Rachegelüste an euch ausgelassen. Wie üblich war ich im Irrtum. Die Feier hat sich erholt, dank eures Tranks. Sie möchte die nächsten Wochen im Dorf verbringen, bis sie wieder völlig gesund ist. Gorhard wird eine neue Gemeinschaft sein, ein Ort des Miteinanders, und das verdanken wir euch. Bitte nehmt mein Schwert und meinen Holzschild. Sie werden euch ebenso nützlich sein, wie sie es mir waren. Na, das werden wir mal sehen, ne? Ich denke, sie heißt Schildring und ist ein Rekrutierungsposten für alle, die nach Westen in den Krieg ziehen wollen. Folgt der Straße. Sie überragt die Bäume in Jolvan. Von der haben wir schon was gehört. Bald. Sehr schön. Hey, können wir mal mit dir reden? Ja. Seid gegrüßt, Fremder. Mir ist bewusst, dass ich mein Überleben euch zu verdanken habe. Und dafür stehe ich in eurer Schuld. Unsere Völker haben sich schon viel zu lange voneinander abgesondert. Aber vielleicht können wir das ja gemeinsam ändern. Wäre ja schön. Es war mein Interesse an den Menschen, das mich an die Grenzen eures Dorfes führte und meine unglückseligen Verletzungen zur Folge hatte. Ich habe vor, hier zu bleiben und zu lernen. Gorhard ist nicht einfach nur ein Dorf. Es ist ein Samen. Innerhalb seiner harten Schale findet man alles, was die Menschheit so wundervoll und auch so schrecklich macht. Sie sind die bedeutendsten unter uns, die Herren und Herrinnen der Erzählung. Aber es war mir niemals bestimmt, als eine von ihnen Ruhm zu erlangen. Das weiß ich jetzt. Wie alle Feen werde ich das, was ich aus ihrer Erfahrung gelernt habe, nutzen, um die dunkelsten Wälder mit Licht zu erfüllen. Meine Geschichte ist ihre Geschichte. Denn die Erzählung gehört uns allen. Dieser Punkt da auf ihrem Gesicht, ne, der wandert immer hin und her. Der wandert immer mal hoch, mal runter. Das ist irgendwie voll faszinierend. Soll das ein Pickel sein oder ist das eine Warze oder was ist das da? Jetzt direkt, oder ist das ein Marienkäfer oder was hast du da? Naja, sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Ich diene dem Haus der Balladen als Knappe, war jedoch seit nahezu einem ganzen Zyklus nicht mehr zu Hause. Sie werden schon auf mich warten. Okay. Ja, aber wenn ich das jetzt mache, ist das eigentlich nicht so gut, oder? Ich würde erwischt werden, oh Wunder. Aber öffnen darf ich's. Ich habe im Moment keine aktive Quest, ja, das ist aber schön. Vielleicht möchte ich gerade auch gar keine haben. Ja, hi. Ich möchte eigentlich erstmal wieder rausgehen. Bisschen mein Zeug reparieren und so. Ey, das möchte ich selber entscheiden. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, was wir machen als nächstes. Beziehungsweise ich kann jetzt noch gucken, was für eine Quest wir anfangen. Denn ich könnte fast wetten, in der nächsten Folge weiß ich das nicht mehr. Okay, da ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ich erwischt werde. Na gut, die guckt ja auch immer. Das wäre ein bisschen dämlich. Moment, was kann ich hier plündern? Achso, das ist das. Kann ich bei dir noch irgendwas Geiles verkaufen? Kommt rein. Ihr glaubt ja nicht, wie beschäftigt wir sind, seit diese Feier eingetroffen ist. So, was Neues? Nee. Wir verkaufen mal. So. Ist gar nicht so einfach. Eisenlangschwert. Diesen Seiki-Schleier, weiß ich nicht, ob ich den noch brauche. Bauerntunika. Oh, das kann ich alles nicht verkaufen, weil das ja Cloud ist. Shepherds Stulpen. Na gut, wir lassen das erstmal. Ich verkaufe erstmal nichts. Aber ich werde dafür hier noch einmal hingehen zu... Wo ist sie? Herr Gadwoll denkt, wir sollten uns mit den Feien zusammensetzen. Aber wer lädt den Wolf schon zu sich nach Hause ein? Die da verkauft im Gasthof Tränke, aber sie sind nicht gerade billig. Ich bin froh, dass sich Illuvia besser fühlt. Ich habe nichts gegen Feien, solange sie keine Tuata sind.
Tuata werden schon noch bekommen, was sie verdienen. Wenn mich die Alpha doch nur aufgenommen hätten, dann würde ich jetzt an der Front gegen die Tuata kämpfen und nicht hier auf den Feldern arbeiten. Herr Gadwol denkt, wir sollten uns mit den Feiern zusammensetzen. Okay. Aber wer lädt den Wolf? Was braucht ihr? Du sollst reparieren, einfach nur. Einfach mal alle reparieren. Vielen Dank. Ich werde hier sein. Das ist Hallo. Schön zu wissen, du. Ganz toll. So, dann gucken wir uns jetzt die Quests nochmal genauer an. Das wäre jetzt so theoretisch wahrscheinlich das, was wir als nächstes machen sollen. Tue ich jetzt aber noch nicht. Kopierung. Schlachtruf. Ich glaube, ich werde das erstmal machen. Aber ich möchte nochmal zu Deda gehen, oder was er da gerade sagte, hier im Gasthof irgendwie. Es war doch Gasthof, ne? War das hier drüben? Ist hier drüben der Gasthof? Nee, das ist Alchemie. Moment. Hier ist ein neues Ausrufezeichen. Ich möchte eine neue Quest holen. Verzeihung, habt ihr etwas gesagt? Ich bin ein wenig in Gedanken versunken. Heute könnte der Tag sein, wisst ihr? Camden könnte der Nächste sein, der um diese Ecke biegt. Es ist seltsam. Seit ich mich erinnern kann, hocken diese alten Vögel schon auf dem Hügel und blicken wie Falken auf uns andere im Dorf hinunter. Aber ich weiß kaum etwas über sie, nicht einmal ihre Namen. Er ist mein Ehemann, obgleich wir nur eine Nacht zusammen waren, bevor er in den Krieg zog. Seine Miliz kämpft unter dem Banner von General Fynn. Wir hatten eine Nacht und dann verabschiedete er sich für 3 lange Jahre. Doch er kommt zurück. Mein Herz sagt mir das. Ich kann euch nicht viel dafür geben, aber was ich habe, gehört euch. Die Alpha-Armee gibt praktisch keine Informationen heraus und alle meine Bitten um Hilfe wurden ignoriert. Vielleicht findet ihr etwas in Didenhill. Dort hat sich Camden freiwillig gemeldet. Obwohl das natürlich schon Jahre her ist. Danke für eure Freundlichkeit. Ich warte hier auf Neuigkeiten. Nein. Mir ist egal, was auf irgendeinem Papier steht. Das sind nur Worte auf einem Zettel. Sie bedeuten nichts. Ihr müsst die Wahrheit herausfinden. Auf der Straße, die nach Osten zur Küste von Rathir führt. Er wollte sich bei dem Posten in Didenhill verpflichten. Das ist Jahre her. Wie würde ich heute wohl auf ihn wirken? Wiedersehen. Okay, aber diese Quest möchte ich jetzt natürlich nicht machen. Ich wollte immer noch das hier erstmal machen. So. Eine weitere Quest hat sich jetzt in unsere Liste hinzugefügt. Das ist ja manchmal was. Hier ist der Gasthof. Genau, da will ich rein. Aber Deda. Warum denn Deda? Bist du Deda? Kommt schon her! Deda. Ist das nicht aufregend? Eine Feier, die wie ein ganz normaler Mensch im Dorf lebt. Endlich mal ein wenig Abwechslung. Okay, einkaufen. Was könnten wir dann bei dir Schönes kaufen? Halt, betäubendes Langschwert? Nee. Alles nicht so der Hit hier bei dir. Kürass, bla 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 bla. Ah. Das möchte ich haben einmal. Und Dietrich. Kreuzritter des Halbkette. Okay. Es war schön, sich mit euch zu unterhalten. Wir haben alles, was ihr braucht. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich würde mal sagen, wir machen hier auch erstmal Schluss. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dieser Mission, die ich jetzt da als aktive Quest ausgewählt habe, auf sich hat, dann könnt ihr auch in der nächsten Folge wieder einschalten. Und bis dahin, tschüss.